So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zurück zu Workers and Resources. Jawohl, ja, das läuft. So, Müllwagen ist unterwegs, da ist er schon. Habe doch glatt was vergessen, aber richtig. So, Müllcontainer ist wieder klar. Siehst du wohl. Und was haben wir hier drin? 101 Tonne und hier oben? Büschen. Das wird immer mehr. Wir kriegen den Krams nicht weggebrannt. Aber ich meine, klar, mit ohne Leute ist auch logisch. Das wird nichts, ne? Mit ohne Leute ist echt schwierig, das wegzukriegen. Wie gesagt, ich verstehe nicht, warum das hier nicht richtig läuft. Warum das nicht richtig funktioniert. Ich meine, wir haben ja noch... Wir haben ja noch eine Verbindung. Wir haben ja bestimmt noch ein paar mehr Verbindungen hier, ne? So, warte mal, da haben wir noch... Ja, das Kabeldingsbumsgewehr hier ist ein bisschen eingeengt, ne? Ich meine, hier kommt ja auch Strom ran, ne? Hier kommt ja Strom an. Und wenn ich jetzt mal angenommen... Ich nehme mal an, ne, dass wir mal hier kurz rangehen. Ja? Und sagen... Ich kaufe die Energie 50, was haben wir hier drin jetzt? Abwassertank. Ja, es ist eine Abwasserfreude. Du hältst das im Kopf nie aus. Jetzt machen die auch wieder nichts. Wo ist denn der Schiedwasserwagen? Der müsste doch mal kommen hier, oder was? Das ist er nicht. Wo ist denn der? Da ist er. Da kommt er. Gut, also bevor der nicht da ist, können wir noch nichts machen, weil noch nicht gearbeitet wird, glaube ich. Dann werden wir das mal runterdrehen hier. Dann müsste der normalerweise mehr Gas geben, ne? Oder? Theoretisch müsste er das machen. Hol mal ab. Genau, keine Arbeiter da. Jetzt fehlen uns die Arbeiter. Das hältst du im Kopf nicht aus. Blauer Brief. Ja, ist schon, wir kriegen viele blaue Briefe hier, ne? Das ist nicht nur in der Schule so, das ist auch hier. So. Aber wir kriegen die Straßenwesen geräumt, das ist schon gar nicht mal schlecht. Wo ist der Bus? Wo ist denn der Bus? Da ist er. Was hast du mit? 30 Leute, großartig. Da ist noch einer. Ein. Naja, immerhin. Stimmt, Februar. Gleich ist er im Schnee weg. So, kommt ran hier. Jetzt wollen wir mal gucken. Jetzt läuft das nämlich hier. Jetzt drehe ich mal runter. 50%. Das spielt keine Rolle, ne? Das ist dem egal. Er arbeitet nicht schneller. Wenn ich jetzt umstelle. Export. Jetzt ist er auf 100%. Jetzt rauchen die Schornsteine hier aber richtig. Guckt euch das mal an hier. Ja, aber jetzt ist mal richtig Dampf in der Bude. Das kann ich dir sagen, du. Jetzt ist hier aber mal... Aber guck dir das mal an hier. So schnell kannst du gar nicht nachschaufeln, bis... Jetzt ist doch mal... Jetzt haben wir Stromprobleme, ne? Nee, doch nicht. Jetzt will ich hier nicht wohnen. Jetzt qualmt das aus allen Ecken. Na gut. Es geht nicht anders. Ich hätte das hier mir gewünscht, dass wir das hier irgendwie regeln könnten, aber das geht nicht. Das funktioniert leider nicht. Schade. Ja komm, Abwasser. Mach hinne. Wir müssen da nochmal ein Rohr legen. Das nützt nicht mehr. Wir müssen da nochmal ein Rohr verlegen. Das nützt uns nichts. So, alles klar. Import. 80, 90%. So, bitteschön. So. Alles klar. So. Jetzt haben wir natürlich, ne? Fehlende Ressource gemischter Müll. Ja, wir haben es mal kurz weggebrannt. Da kennen wir nichts. Da sind wir eiskalt. Knallhart. Ich weiß gar nicht, wie das laufen soll. Der verbrennt extrem viel Müll. Das geht richtig ratzifatzi, ist der Müll weg hier mit 20 Mann. Wie viel Müll musst du denn da ranschaffen, damit das Ding ausgelastet ist, richtig? Also mit nur die ganze Zeit mit Vollgas läuft. Okay, jetzt muss er natürlich... Jetzt ist natürlich auch klar, jetzt muss er alles hier versorgen, sozusagen, mit Strom.
die ganze Stadt sozusagen. Das hat natürlich Vollgas voraus. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das ist, wenn wir nachher unser Kraftwerk hier unten drin haben. Unser großes Kraftwerk, das es hier läuft. Damit wir die Kohle hier rankriegen. Ob wir da irgendwo... Wir müssten theoretisch eine Stromleitung von hier, wenn hier das Kraftwerk wäre, müssten wir eine Stromleitung legen, die hier hochläuft, hierher, bis hier oben hin, dass wir hier einen Prioritätsschalter haben. So einen großen. So einen Apparat. Dass wir so einen hier hätten. Ne? Dass wir so einen hätten. Und sagen, dass wir da zwei Eingänge haben sozusagen. Dass der mit liefern kann und der andere auch. Weil sonst würden die ja gegeneinander arbeiten. Ich denke mal, wenn wir den irgendwo hier oben, kannst du mal, wo haben wir das denn hier? Da haben wir Strom. Wenn wir den da anklemmen, an unserer Hauptstromleitung sozusagen, dann würde der wieder das Problem haben, das nicht loszuwerden. Dann würden sie wieder gegeneinander arbeiten. Und wenn du dann zwei sozusagen im Input hast und den ganzen Kram rausrotzt, dann wird das doch funktionieren. Wir brauchen hier Stromleitung, dass es nur so qualmt. Könnte ich mir vorstellen, dass das so ist. Weil ich müsste sein, dass wir den irgendwo hier unten hin bauen, ein bisschen zentral, ne, dass beide daran können. Schwierig, schwierig. Oder wir haben ja auch nicht... Doch, die haben wir noch die Möglichkeit. Hier können wir unseren Saft... Oh, stimmt. Wir können den Strom, den wir danach produzieren, den können wir hier auch rausballern. Da ist eine Leitung, da können wir doch da raus. Das würde ja nochmal gehen. Das können wir eigentlich machen. Das können wir eigentlich machen. Weil die machen wieder nichts, ne? Abwassertank ist voll, da müssen wir Wasserrohr. Wir müssen ja. Ach, wir müssen unter der Erde. Das nützt alles nichts. Wir müssen hier mal kurz Abwasser regeln. Wo haben wir denn die Abwasser? Da ist noch ein Röhrchen dran. So. Wenn wir hier irgendwo Abwasser. Was kommt hier noch hin? Das ist die große Frage. Aber hier ist alles gerade, ne? Warte mal, den wollte ich nicht haben, den wollte ich haben. Alles gerade. Wo pumpt er den Mist denn hin? Hier runter. Den ganzen Weg dahin. Ach du Himmel. Aber wir haben ja noch einen See mehr. Wir können ja noch. Oh, wir können ja auch noch ein bisschen was reinschmuddern. Da können wir auch nichts, ne? Da sind wir. Da sehen wir sowas von eiskalt. Komm, den kommen wir hier oben hin. So, dahin. Und dann würde ich sagen. Ein Wasserentlassungsraum irgendwo hier hin. So rum. Mach mal. Will er nicht. Da ist er so ein bisschen eigen, ne? Das ist ein bisschen, ja, das ist nicht ganz so seine Welt. Wir müssen hier ein bisschen flach hier, ne? Wir müssen ein bisschen Erde, ein bisschen graben, ein bisschen buddeln. Boden wiederherstellen? Nee, wollen wir nicht. Geh mal in die Tiefe. So, das sieht besser aus. So machen wir es mal. Das müsste gehen. Das müsste gehen. Oder auch nicht. Warum nicht? Ist das Wasser zu flach? Da. Das müsste doch gehen, ne? Oder nicht? Warte mal, machen wir gerade hier. Wo ist denn hier? Da ist gerade. Das müsste doch gehen jetzt, oder nicht? Ja. Ja. Da war es gerade. Das Teil. So. Und das bisschen Abwasserrohr. Das wäre ganz nett. Nehmen wir euch von mir aus ein dickes, ne? Ach, so viel Jauche läuft da nicht durch. Das ist nur der eine hier. Da möchte ich auch gerne nochmal einen Verteiler, einen Abzuweiser haben. Hier so einen. Dass wir noch die Möglichkeit haben, da nochmal was zwischen zu klemmen. So, mittleres Abwasserrohr. Daran. Einmal von da. Daran, ne? So. Ach Gott, unsere Kohle geht durch. Das läuft. Wir müssen mal Abwasser machen hier. Ja.
Ja, die wollten gerade machen, ne? Die wollten gerade anfangen, die Jungs. So, aber die Jauche kommt raus. Die läuft weg. So, das haben wir. Jetzt müssen wir eine Stromleitung mal legen. Und zwar, wir müssen erstmal die eine große wegreißen. Und zwar die hier. Die muss erstmal weg. Leider müssen wir die auch von Hand wegnehmen, ne? So. Haben wir. Jetzt müssen wir sehen, dass wir nochmal eine Stromleitung bauen. 14 kW brauchen wir nicht, ne? Eine 10er reicht auch, ne? 8er? Wie produzieren wir hier? Was haben wir hier? 6 MWh. So viel Strom brauchen wir ja nicht. Kleine 14er. Oder? Was haben wir sonst noch? 10, 15, 18, 4, 10. Komm, eine 10er. Gebäude ist im Weg. Ach du Himmel, ein Gebäude ist im Weg. So, komm hier raus. Das ist doch nicht zu fassen. So. Und jetzt Strom ist wo? Ah, ich muss mal gucken, wo es war. Ich sehe wieder nichts. Warum ist eigentlich schon wieder dunkel hier? Das ist ja furchtbar. So, warte mal. Die Leitung von da nach da. Komm mal her. So, daran, ne? Das wäre das. Das können sie mal bauen. Da haben wir fleißige Lieschen für. Das können sie machen. So. Das haben wir. Jetzt ist die Stadt 3% Arbeitslosigkeit, 2000 Einwohner. Das ist doch großartig. So, das läuft auch wunderbar. In der Stadt läuft auch alles gut, ne? Ja, ich sehe schon. Ja, Kindergarten. Ja, ist überfüllt. Die haben wieder keine anderen Hobbys. Ich sehe das schon wieder. Ach, Leute. Mensch, was ist denn hier los? So, hier müssen wir auch mal kurz regeln. Was haben wir hier? 39. Immer 35, ne? So. Hier müssen wir auch mal ran. 35, was haben wir? 48. 40, passt schon. Hier genauso. Ne? 40 müssen wir mindestens sein, sonst ist hier Schluss. So. Und hier läuft auch, ne? Ja, Kirche läuft auch wunderschön. Wunderbar. Lass mal gucken. Da will ich hin. 4% nur noch. Das geht in den Keller und zwar richtig. Aktuell. Ja, guck mal einer an. Hier geht's nach unten. Und zwar richtig hier, mit Schwung. Da haben wir uns nämlich gebaut. Da haben wir ihn gebaut. Hier oben. Unser Radiosendele. Jetzt geht's in den Keller. Religiosität brauchen wir nicht. Braucht, das geht ohne. Kein Problem. Ne? 96% Zufriedenheit. Das ist doch mal großartig. Da fehlt uns natürlich noch ein bisschen Einnahmen. Das ist noch ein kleiner Haken, den wir haben. Den müssen wir nochmal ausbügeln, diesen Haken. So, wie sieht das hier aus? 3,7 Tonnen Klamotten. 3,7. So, da müssen wir ran. Hier müssen wir auch unbedingt sehen, dass wir einen Arbeiter hier reinkriegen. Damit das hier anfängt zu laufen. Jetzt kommen die Lehrer mit Hornbrille zum Einsatz. Genau. Genau, so ist es. So, wir brauchen nochmal Gebäude. Wir brauchen nochmal Gebäude. Wir brauchen Wohnungen. Wohnraum. Und zwar groß und fett. Ich glaube, die haben wir gebaut, ne? Die schönen hier. 230 Einwohner. Einwohners. So. Das sind die großen Klötze. Wäre ein bisschen übertrieben, jetzt schon die zu bauen, ne? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Wir bleiben mal hier. Was haben wir hier? 230. 272. Hier. Die Platte. Die gute Platte, du. Das ist doch mal eine Platte, wa? Die laufen auch überall hin. Die laufen überall hin, die Jungs hier. Ja, ich muss mal die Straßen verbessern. Das ist also die Wege, die Fußwege. Oder warte mal, die können wir hier unten bauen, ne? Schöne Reihe und Glied hier. Hier so ein bisschen versetzt. So eine Reihe. Die würden sich wohlfühlen. Warte mal, laufen die auch da hin? Dann laufen sie hin, aber nicht zur Schule. Ach, war das ein... Ja, genau, ist ein verkehrter Weg. Warte mal, bauen wir die? Das ist so ein Willkommensteil, ne? Ich weiß auch nicht.
Was haben wir hier noch? 220 Leute. Oh, das ist aber auch ein Sp- ne? Ich finde auch. So ungefähr. 220. Was hatten wir hier? 230. 120, 210. 220. 252. 230. Was haben wir hier? 220. 272. Warte mal, wie ist die Zufriedenheit denn? Das muss auch mal. 94. Ja, hier, guck mal. Das ist genau die Bude, die sie wollen. Ne? Das ist genau das, was wir haben wollen. Da kriegt ihr mal Platz rein hier. Komm mal her. Pass mal auf. Schön viel Platz lassen, ne? Weil, ne? Das machen wir eh nicht. Platz lassen, das können wir nicht. Das kriegen wir nie nicht hin. So, hier. Da nochmal hin. Und dann von mir aus von nach oben versetzt. So, ne? Ich würde sagen, so ist cool. So ist cool. So, und dann mit Lampe und allem drum und dran. Die kriegen den vollen Krams. Mit alles. Mit alles, was geht. Da nochmal ran. Hier. Alles mit Lampe, da keiner im Dunkeln stehen muss. Do. Ach Mist. Mal so. Hier, aber kannst du mal sagen, was du willst. Dann ziehe ich ein bisschen länger, ne? Das war auch so. Ich würde sagen, ne? Das ist doch schon mal... Oder? Ich finde auch. Ich finde auch. So. Die neuen Wohnungen. ...5% Arbeitslose. 68. Die sind aber nicht hier, ne? Die Arbeitslosen? 9. Wir brauchen hier noch einen Schwung mehr. Vor allem, wenn wir das Krankenhaus... Quatsch, das Krankenhaus. Das Hotel hier in Gange schmeißen. Das wollen wir auch gerne haben, ne? Oh, warte mal. Oh, warte. Sicherheit im Hotel. Hotel Vierkant. Mit den harten Gardinen. 68 hier. Wir brauchen ein bisschen mehr. 40, ne? So. Da fehlt Essen unserem Krams. Das haben wir gar nicht da drin. Das müssen wir mal organisieren hier. Pass mal auf. Haben wir gleich. Versorgungsstadt. Oh je, mein Freund. Pass mal auf. Da. Da musst du noch ran. Ne? Das muss noch mit. Kann keine Kirche. War das jetzt frisch gebaut? Oder was? Oder wie? Das muss, ne? Muss frisch gebaut worden sein. Weil es keinen Kindergarten gibt. Hör mal da auf, der ist noch massig Platz. Massig. Oh hier, Helikopterlandeplatz ist fertig. Da können wir nochmal einen Heli mal uns zulegen. Ach Gott, die Kneipe. Mit der Kohle ist echt ein bisschen mager gerade, ne? Uiuiui. Was ist das denn für einer? 2600 Liter? Den ja, ne? 4700, da. Oh, 118.000? Der Kleine geht auch, ne? Ja, der Kleine geht auch, hier. So, wir sind Helikopter schon mal da dran. Dann hilft er ein bisschen mit. So, warte mal, was war das hier? Das konnte nicht gebaut werden, weil keine Straße da ist, ne? Wo ist denn die Straße hin? Hä? Warte mal, da fehlt da können wir auf eine. So einen Schotterweg nehmen. Ja, da kriegt das irgendwie dazwischen, ja, ne? Ach Mist. Na gut, nützt ja nichts. So. Haben wir. So. Zwei Häftlinge haben wir. Zwei! Hier müssen wir auch nochmal nachregeln. 40, ne? Geheimagente. Drei Mann. So, und hier machen wir mal gar nichts, ne? Leichte Schwere-Kriminalität, 9,9 Jahre. Hm. Normal müssen wir das... Ich meine, wir müssen das ja normalerweise auf Realität umschalten, ne? Leichte Kriminalität, 16 Jahre. Mittlere Qualität, 25, Kriminalität, 25 Jahre. Und schwere Kriminalität auf 80 Jahre, ne? Das müssen wir ein bisschen auf wie das so ist im Leben, ne? Aber auf ganz schwere ist denn Enteisung. So, das läuft. Wie sind wir denn drauf? 46%. 48, 46, 56, 56, 54. Gut. Wie weit ist das hier?
Bau läuft ohne Probleme, alles klar. Der ist hier am Rotieren. Schön, dann kommen wir hier unten langsam ran. Dass wir an die Kohle mal ran können, das ist doch großartig. Ich würde sagen, das Überleben ist gesichert bei uns zu Hause. Blauer Brief ist wieder da. Produktion eingestellt. Ach, ich hab Gottes Willen. Das ist eingestellt, neue Farbe. Hier, da. Was ist denn das denn? The Tram. The Tram. So, aber das läuft, ne? Das ist schon schön. Doch, das ist also, das finde ich auch. Ist hier einer am Machen? Hier an der Baustelle? Wie? Das steht schon? Habe ich verkehrt geklickt? Der Export. Habe ich verkehrt geklickt vielleicht? Oder die waren extrem schnell, dass sie das so schnell gebaut haben, dass man gar nicht hingucken konnte? Aber wir haben gleich das Problem, dass wir ein bisschen Probleme mit Kieselmohn haben, ne? So dezent. Wir müssen, glaube ich, nochmal Kredit aufnehmen. So. Kommt dann langsam mal ein Bus hier. Bist du hier hin? Ne, willst du nicht. Du vielleicht? Ne, auch nicht. Pass mal auf, wir können den mal umbenennen hier. Haltestelle. Faserweg. Dann wissen wir, wo das ist. Genau, das ist schön. Ach, guck mal hier, der Dampf hier. Der macht ja mal richtig Dampf. Aber mal richtig. Guck mal hier, du. So, was ist das denn hier? Hier nochmal Haltestelle. Haltestelle. Schrottwinkel. Siehst du, haben wir das auch drin. Haben wir da schon mal die Haltestelle. Also, wir können aber auch... Ne? Oh, hier, das Ding ist auch fertig. So. Haltestelle. Brotwinkel. Siehst du wohl. Sind wir nicht gut? Sind wir nicht gut? Und wie wir das sind. Hier sind 31 Arbeiter. Wir brauchen noch mal ein bisschen Arbeiter für den Brotwinkel sozusagen. Was haben wir hier? Da ist eine Strecke verbunden. Oh, da fahren so viele hin. Zollhaus, Zollhaus, Zollhaus. Ach, da fährt nur einer hoch. Das müssen wir noch mal ändern hier. Das müssen wir noch mal ändern. Warte mal, das müssen wir mal ändern. Ein bisschen. Diese da. So. Fährst du auch mal los, ne? Genau. So, jetzt haben wir hier nochmal einen Bus. Und zwar 75, 82 Leute. Ach, schön. 85 nehmen wir hier, ne? Nehmen wir. Der ist ein bisschen dezent mit Farbe, ne? Da könnte man ein bisschen mehr Farbe ran an der Karre. Wir nehmen mal 4 Stück. Die haben wir dann auf Reserve, sozusagen. Ne? Nehmen wir mal einen hier. Mein Freund. Und zwar... Ja, die müssen alle da runter, ne? Jetzt habe ich natürlich was vergessen. Ich habe eine Kleinigkeit vergessen. Ich habe die Endhaltestelle vergessen. Hält, 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 hält. So. So. Buslinie. Gib mal her. Und zwar nehmen wir den auch mit, ne? So, fahren wir los. Und es schüttet aus Eimern. Wieder mal. Aber das sind wir gewöhnt, ne? Da kommen wir mit um. Wo war hier? Hier war doch irgendjemand am Singen. Ach, warte mal, Kinderspielplätze haben wir auch noch. Die müssen wir auch noch bauen. Warte mal, Kinderspielplätze müssen wir noch. Endhaltestelle haben wir gesagt, gar nicht. Die müssen wir auch noch. Ach Gott, das ist, was wir nicht alles müssen. Wir müssen so unheimlich viel machen. 6% Arbeitslosigkeit, 83 Leute, die hier in der Nase popeln. Ja, das wollen wir ja nun nicht, ne? So, machen wir hier offen. Hier, machen wir weiter.
bisschen Fußweg bauen. Und zwar da hin. Wir können mal eine Direktverbindung machen, ne? So. Können wir. Muss man nicht, aber man kann. Warte mal, ich muss mal. Warte mal, wollten wir nicht. Wir wollten. Warte mal. Wir wollten doch hier vorne. Springbrunnen bauen, ne? War das nicht so? Ein springenden Brunnen. Da. Ja, der ist ein bisschen groß. Der ist auch ein bisschen. Könnte das passen? Ja, nee, wird nix. Der passt. Hier einen kleinen Springbrunnen hin. Da wollen wir noch einen Springbrunnen hin haben. Genau, das passt da nämlich schön vor. So. Nochmal da ein Wegchen. Da nochmal ein Weg raus. Weiß nicht, ob das was bringt, aber ne, können wir machen. Können wir das nicht ein bisschen schöner machen? So, ne? So, machen wir hier so mal rum. Zack. So. Siehst du wohl. Und wir haben Licht überall. Da flackert nichts. Der Kleine informieren wir auch gerade. Das ist auch witzig. So, was ist hier los? 3 Häftlinge. Aber 20 Arbeiter, 20 Wärter da drin. Da will ich auch nicht zu wenig machen. Ich will die lieber drin lassen, nicht, dass sie uns flitzen gehen. Andersrum. Andersrum spielt es auch keine Rolle, ne? Und noch die Pergola. Ja, genau, warte, die Pergola. Warte. Das wird gebaut, die Pergola. Stimmt, die Pergola. Die brauchen wir auch nochmal. Oh, richtig. Da ist sie. Die Pergola. Ach, die passt da nicht hin, du. Wie ärgerlich. Die muss hier irgendwie mit ran. Die Pergola. Ja, so, ne? Da die Pergola. Und hier könnt ihr auch zwischen. Das reißen wir nochmal weg hier. Lass mal weg hier. Wo ist sie jetzt? Pergola. Was sind das hier mit Bretter? Das ist Beton, ne? Ich baue die auch mal. Wir wollen die mal sehen. Warum willst du das nicht verbinden? Was ist das Problem? Hallo. Mach mal dran hier. Will er nicht. Dann machen wir das so. So, und dann hier und dann so, ne? Zack. Ich weiß nicht, wie die aussehen, wenn die fertig sind. Hier mit Sitzgelegenheiten durch, das ist ja... War ich alter Freund, das ist ja... Die fühlen sich ja wohl wie, ne? Schön, ach, das ist herrlich. So, hau rein. Die Pergola ist mit dran, ne? So, haben wir genug Leute bis ins Kindergarten. Ja, doch, ne? Das geht. Schule? Schule läuft. Und hier eine Universität. Und wie die da am Lernen sind. Schön. Und im Radio? 344 mögliche. Also langsam kommen die, denn die kriegen alle mal ein Radio. Ne, wir können ja mal eine Verlosung machen. Ne, und wenn die dann falsch reden, kriegen sie ein Radio. Das muss eine ganz schwere Frage sein. Und raten ist nicht. Nix. Geht gleich los. So, warte mal. Hier haben wir auch nochmal. Wir können ja auch nochmal. Nehmen wir das noch verkehrt. Den wollte ich haben, ne? So, wir auch nochmal einen Heliknopf da. Wir machen mal. So, haben wir nochmal einen Rettungshelikopter hier, ne? Der mal ein bisschen retten kann, wenn was ist. So, Hühot. Der hat sich anders überlegt. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Der hier? Der hat sich jetzt anders überlegt. Der hier. Er hat hier erst gestanden und nach links geblinkt. Und dann plötzlich, ach, war wieder hier vorbei, Mensch, müssen wir mal gucken hier. Der hat bestimmt gerade so eine Fax bekommen. Oder Lochstreifen. Per Eule. Mann, ist das dekadent, jawohl. Mal so richtig fett hier. Die sind aber auch wühlen hier, wie die Großen, ne? So, hier unten? Ja, hier wird Straße gemacht. Ne, nicht kleckern, sondern kotzen. Klotzen, wollte ich sagen. Klotzen. So, warte mal, hier, also hier passt auch noch irgendwas hin. Ich weiß nur noch nicht was. Ich bin noch nicht so ganz sicher, was wir hier machen können, wollen. Wir haben ja auch noch die Mods, ne? Diese modsmäßigen Mods, die, fehlt danach, nee, gar nichts. Machen wir raus. So, nach Wohnung? Was ist Wohnung? Wohngebäude, da. Die hier, die finde ich so cool. Gehen zwar nicht viele Leute rein, ne? 44, 48, das ist alles, ne? Sehr klein und, ne?
Was haben wir denn sonst noch? Attraktion? Das ist eine Attraktion, ist nicht. Was ist das hier denn? Ach, die Schwimmhalle. Ach, hier, da ist noch was. Die DDR-Uhr. Guck mal. Die haben wir auch noch. Die DDR-Uhr. Da ist er. Das ist ja nicht zu fassen. Warum hat die denn nur einen Eingang? Was ist denn das hier? Das ist ja voll Dingsbums. Warte mal, die müsste aber theoretisch hier stehen, ne? Hier müsste die. Ja, die müsste theoretisch da stehen. Oder? Doch, die müsste hier ran. Da müsste sie hin. Dark, da müsste sie hin. Da muss die DDR-Uhr hin. Jawohl. Und jetzt müssen wir noch ein bisschen, lass mal, was? Asphalt, Rollbahn? Nee, warte mal, was ist das denn hier? Asphaltfläche? Nee, haben wir hier Rollbahn? Rollbahnfläche? Kiesstreifen? Kiesfläche? Hm. Ach, das ist Beton. Warte, das ist Beton bestimmt. Pass mal, können wir das nicht hier so ein bisschen betonieren? Hier? Ach, sieht. Nee, das. Nee. Das hier? Ist genauso schlimm. Oh. Gibt's nicht schöner? Nee, das sieht ja doch furchtbar aus. Aber wir wollen ja nicht alles asphaltieren. Machen wir eine Kies oder Beton? Wie sieht denn das aus? Oder ist das dieses Grisselte ist nachher weg? Weiß ich jetzt gar nicht. Das muss ja so ein bisschen. Warte mal, das können wir doch hier machen. Nee, das können wir nicht. Wieso ist das nicht gerade? Warum ist das nicht. Das ist ja furchtbar. Warum ist das nicht gerade? Das ist voll schief. Das ist voll schief. Mal so. Ne, also das ist schon doch. Ne? Also ich finde auch. Das ist ja nur für die Optik, weißt du? Mit mir ist das ja nicht. Bis dahin, ne? Bis dahin, so. Das hier noch. Warte mal, das ist doof. Hier. Ja, der macht das zwar gerade. Ja, das ist ein bisschen tricky, das Ganze hier. Na gut. Bisschen was hingezeichnet. Dafür ist natürlich jetzt doof, dass der. Ich meine, das kostet nichts, ne? Da kannst du rumprobieren mit. Da können wir rumprobieren mit den Kräumzeugs. Was war das hier? Räubernecke, das ist das Kiesweg, ne? Der Kiesgrabs. Pass mal auf. Kann ich das nicht über. Kann ich nicht übermalen. Was nicht? Oh, Mist. Wie krieg ich das wieder weg? Ach, du Himmel. Warte, doch, hier. Warte, so. Okay. Ich würde sagen, das geht nicht weg. Doch, das geht weg. So, nochmal das hier. Das war der Pflaster. Was ist das hier? Kiesstreifen? Ne, das ist Kiesstreifen. Okay, wie sieht das aus, wenn das Kies ist? Naja, okay. Immer können wir mit arbeiten, ne? Oder? Kies, ich weiß nicht. Oder Asphalt? Machen wir nochmal weg hier. Ah, das ist was zum Spielen. Das ist richtig was Cooles zum Spielen. Das habe ich noch gar nicht benutzt. Boah, schön. Hier oben fehlt auch noch was. So. Asphalt. Wie Asphalt hier, die ganze Soße hier. Zack. Und da nochmal hin, du. Wunderbar. So. Naja, so ein bisschen so ein Laufweg platzen, ne? Das finde ich cool, solche Sachen. Solche Sachen, die mag ich. Der Weg muss nochmal ändern. Der muss nochmal anders hier. Pass mal auf, das ist Asphalt, ne? Der Fußweg, wir brauchen den Fußweg nochmal ändern hier. Dahin nochmal asphaltieren, bitteschön. So, ne? So, hier auch. Das ist jetzt Betonplatte. Die gute alte. Kann man so lassen, ne? Oder? Damit die Leute auch sehen, wo sie. Na, was ist Asphalt? Aber von der Farbe her passt das nicht ganz, ne? Das ist ja auch Asphalt, wie ich der hier. Oder ist das Beton? Nee, ist Asphalt, ne? Fußweg Asphalt. Genau. Warum ist der Asphaltweg denn so anders? Warum ist das so anders? Ja gut, dann ist die ganze Stadt durchgepflastert, ne? Aber das ist ein bisschen betonmäßig. Das ist. Oh doch, ne? Ja, ja, das ist schon gut so. Da kommen wir schon hin, wo wir hinwollen.
Haben wir es eigentlich auf. Ach, hier, guck mal hier. Weihnachtsbeleuchtung, die müssen wir auch nochmal haben. Mensch, du. Hier ist ein bisschen Weihnachtsbeleuchtung. Kriegen wir die irgendwie hingebaut? Ach, guck mal da an. Das ist ja. Das ist ja wieder allerliebst, wa? Ist ja wieder allerliebst, das Ganze. Du guck dir das mal an. Ach, schön. Das hängt bestimmt in der Luft, ne? Oder? Nee, doch nicht. Ach doch, er hat doch mal eingerastet. Ist ja cool. Kriegt ihr ihn hier auch ran? Schön, schön, schön. Ach, jetzt dreht er hier voll am Rad. Sehr cool. Ach, das ist großartig. Wir werden die ganze Stadt so ein bisschen zupflastern mit so Krams. Alles nur für die Touristen. Nur für die Touristen. Jawohl. Nur für die Touristen. So, da haben wir Bürger bekommen. 12 Arbeitslose. Ich mach das hier mal raus, ne? Wie voll sind die denn hier? 2,30. Da ist nicht mehr viel Luft. Ich nehme das mal hier raus. Zack. Und hier auch. So, das da lasse ich noch drin. Ne, das kann auch weitergehen. So. Wir haben genug davon. Das geht raus. Hier oben auch, ne? Das ist leer, leer, leer. Und das ist... Oh, ist das leer. Schön. Welche weht. Da ist nichts von über, du. Nichts von über. Aber ich fürchte, sobald wir Sondermüll verbrennen, haben wir den Salat. So, was ist hier? Ist hier was drin? Oh, ist hier was drin? Eine Tonne. Die bunten Lichter passen höchstens zum Autoseelenverkäufer. Ja, stimmt. Ah, lass die mal drin. Das ist schon cool so. Das ist schon cool so. Was ist denn hier los? Warum ist hier denn wieder Vorfahrtgeschichte? Das ist doch wieder mal. Also bitte, ja? So. Hier auch. Kreuzgeschichte mal ändern hier. Ist schon. Okay. Hier auch. Ist auch schon drin. Gut. Wuppi. Hier auch. So. Ja, da können sie sich einig werden. Siehste wohl. So langsam kommen wir dahin. Bis auf die Kohle. Die ist ein bisschen mager. Aber ich meine, ne? Hier haben schon 33 Leute drin hier rumorgeln. So, dann können wir die normalerweise auch mal anschmeißen, wa? Was haben wir hier drin? 40 Leute. Die auch mal, ne? Für sich. So. Die holen von daher. Pass mal auf, müssen wir den Weg da nochmal ändern. So rum, ne? So. So, weil wenn der nämlich kommt hier mit Blumenerde sozusagen, mit Korn, dann ist da einer dazwischen? Nein. Kommt hier einer mit Körnchen? Vielleicht, eventuell. Nicht, er ist auf dem Weg zum Zollhaus. Okay. Gut. So weit, so gut, ne? Das, wie ist das hier noch? Mal gucken. 41 Leute wohnen hier schon. Die zwar meckern, aber ne, die müssen halt immer im Bus fahren. Das machen sie ganz gerne. Weil der Bus ist cool. Weil ist auch unser. Hier, die nächste Hütte ist fertig. 190. So, die Folge ist aber zu Ende. Wir haben wieder volles Rohr überzogen. Mein lieber Freund, dann sage ich doch mal vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.